Du liebst die Nordsee, weißt, wie wichtig all unsere Meere sind und willst sie schützen? Vor Plastikmüll zum Beispiel, denn davon gibt's immer noch viel zu viel. Gotback, eine Firma aus Mainz, kümmert sich darum, dass das Zeug eingesammelt wird. Nicht hier, sondern in Indonesien. Da ist das Problem noch viel größer und da landet auch so mancher Plastikmüll aus Europa. Bei Cleanups haben sie dort inzwischen 1 Million Kilo Plastik eingesammelt und so dem Meer etwas Gutes getan. Was machen die von Gotback mit dem eingesammelten Zeug? Ocean Impact Plastic nennen sie das. Sie verwerten es, machen daraus richtig coole Sachen. Rucksäcke, Koffer, Taschen, stylisch und total angesagt. Damit unterwegs zu sein, ist ein Statement. Gotback, weltweit der erste Rucksack, der aus Ocean Impact Plastic hergestellt ist. Guck dir gleich mal die Kollektion an. www.got-bag.com. Mit dem Code Nordsee10 bekommst du zurzeit 10% Rabatt. Dann bist du stylisch unterwegs und unsere Meere freuen sich. Das war Werbung. Und jetzt geht's direkt zum Nordsee-Podcast. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 182. Folge des Nordsee-Podcasts. Mein Name ist Bärbel Feening. Und hier in diesem Podcast stelle ich dir Woche für Woche Menschen vor, die zwischen Borkum und Sylt an der Nordsee zu Hause sind. Es soll, wo auch immer du diesen Podcast hörst, eine kleine Auszeit für dich sein. Ein kleiner Meermoment, in dem du auftanken kannst, den Alltag vergessen kannst und einfach mal kurz dich ans Meer gebeamt fühlst. Heute stelle ich dir gleich mehrere Menschen vor. Allerdings nur kurz, denn ich will dir von meinen Dreharbeiten auf Sylt erzählen. Ich war jetzt Anfang Januar gleich für ein paar Tage auf Sylt und habe 5 Filme für den kommenden Nordsee-Report gedreht, der am 28. Januar um 18 Uhr im NDR Fernsehen läuft. Und jetzt, wenn du diese Podcast-Folge hörst, sitze ich im Schnitt, weil die Filme müssen alle in dieser Woche fertig werden. Und ein bisschen was kann ich schon verraten. In diesem Nordsee-Report geht es um das winterliche Sylt. Den erlebt die neue Rangerin am Sylter Ellenbogen ganz besonders intensiv. Die ist da seit dem 2. Januar das ganze Jahr hindurch im Einsatz. Und an einem ihrer ersten Arbeitstage haben wir sie den ganzen Tag mit der Kamera begleitet. Das war ein traumhafter Tag. Sie hatte gesagt, wir sollten doch bitte rechtzeitig da sein, sodass wir sie schon bei ihrer Morgenrunde begleiten können mit der Kamera. Die macht sie immer zum Sonnenaufgang. Und dann waren wir an einer bestimmten Stelle, wo auch tatsächlich ein Seehund lag. Und sie musste dann gucken, wie es diesem Seehund ging. Und das war nicht das einzige Highlight an dem Tag. Also es war schon ein anstrengender Tag, weil wir total viel gelaufen sind da am Strand und es war kalt, ich glaube -4 Grad und Wind und ja, aber traumhafte Natur. Und das macht die jeden Tag bei Wind und Wetter. Und wir hatten jetzt einfach diesen einen Tag und das fing an mit diesem Seehund bei Sonnenaufgang und endet am nördlichsten Punkt Deutschlands. Und die Rangerin ist eine spannende junge Frau, die da sehr selbstbewusst unterwegs ist und richtig Freude an dem hat, was sie macht. Dann haben wir in Westerland mit der Blumenfrau von Sylt gedreht, Imke Mathisen. Die hat einen Blumenladen und ist die Floristin, die ganz viele dieser Promi-Hochzeiten mit Blumenbouquets und Gestecken und so weiter ausstattet. Sie versorgt ganz viele Sylter Hotels immer mit entsprechenden Blumenarrangements. Und sie ist Influencerin, Blumeninfluencerin. Die hat auf Instagram 50.000 Follower oder vielleicht sogar noch mehr inzwischen. Und ich war bei der Recherche auf sie gestoßen und habe dann mal mit ihr telefoniert. Und
Ja, sie fand das gut, wenn wir sie mal einen Tag mit der Kamera begleiten. Ja, und wisst ihr, was dann passiert ist? Wir sind immer früh morgens da, sodass wir dann da sind, eigentlich noch ein bisschen bevor die anfangen zu arbeiten, sodass wir sie wirklich einen kompletten Tag begleiten können. Und die kriegt immer morgens ihre Blumen, frisch vom Hamburger Großmarkt. Und an dem Tag, an dem jetzt das Kamerateam da war, kamen diese Blumen einfach nicht. Die sollten um 8 da sein. Und entweder hat der Fahrer den Zug verpasst oder der Zug fuhr nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam die Ware erst gegen 9. Und ihre Edelhotels, die mussten trotzdem rechtzeitig versorgt werden, da aber ordentlich Dampf in der Hütte. Aber davon lässt Imke Mathiesen sich nicht abschrecken. Das ist eine richtige Powerfrau. Unglaublich, diese Frau. Und wir haben sie dann tatsächlich den ganzen Tag begleitet. Unter anderem ging es um Hochzeitsvorbereitung und wir waren auch in so einer Edelunterkunft. Und auf einen weiteren Film will ich auch noch hinweisen. Wir stellen euch Maurice Morell vor, der früher selbst immer auf Sylt Urlaub gemacht hat. Er war Topverdiener in Hamburg, war selbst regelmäßig mit irgendwelchen Karossen auf Sylt unterwegs, hat sich da erholt, entspannt, das Leben genossen. Und dann lief es irgendwie nicht mehr so, hat er bei irgendeiner Krise seinen Job verloren und sich komplett neu aufgestellt. Und zwar gut, er verkauft jetzt Suppen in einem kleinen Suppenwagen in List. Und das ist total Kult. Selbst der Feinschmecker hat über ihn berichtet. Und viele dieser Menschen, die immer auf Sylt Urlaub machen, die stehen bei ihm an, genießen es, so ungezwungen an so einem kleinen Wagen Suppe zu kaufen und beneiden Maurice vielleicht manchmal auch ein bisschen um seine Freiheit und seine Lässigkeit und seine Unabhängigkeit. Ja, und wir haben ihn nach diesem Tag im Suppenwagen auch noch nach Hause begleitet. Und so viel kann ich euch schon sagen. Er hat keine Wohnung, sondern bei ihm ist das Thema minimalistisch leben. Eine absolut spannende Geschichte. Ein Mann, der sich neu erfunden hat und das liebt. Ja, und das sind erst 3 von 5 Menschen, die ich euch im kommenden Nordsee-Report vorstellen möchte. Der läuft dann am 28. Januar um 18 Uhr im NDR-Fernsehen. Ich freue mich, wenn ihr auch da mit mir ans Meer geht. Also der Nordsee-Report ist immer 45 Minuten lang. Um 15 Minuten kümmert sich die Moderatorin und 30 Minuten sind in diesem Fall mein Part. Also alle Filme, alle Menschen, die da vorgestellt werden, die habe ich gemacht. Ja, und ich freue mich, wenn du da auch mit mir ans Meer kommst und natürlich nächste Woche hier wieder im Nordsee-Podcast. Danke. Wo auch immer du bist, pass schön auf dich auf und komm einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Das war der Nordsee-Podcast, moderiert und produziert von Bärbel Fienig.